Vielen Dank, Peter. Was wir jetzt machen werden, wir haben eine Reihe von interessanten Ich entschuldige mich schon mal jetzt für unseren Namen. Nicht ganz akzeptabel heutzutage, aber wir arbeiten dran, wenn wir versuchen, schon lange die Aktivität von VW der Autos zu kritisieren, wollen wir viele Leute von Kooperativen bringen. Wir wollen eine soziale Bewegung gegen die Autogesellschaft an den Start bringen. Natürlich sind wir hier vor den Hallen von VW. Aber es geht uns nicht nur um VW. VW steht in dem Sinne fast pro toto für Deutschland und sein völlig unberechtigtes Image. Als Ökochef in VW versucht sich ja gerade hier so ein bisschen sauber zu machen. VW steht für die Autoindustrie in ihrer allgemeinen Straflosigkeit. Und VW steht für den globalen Kapitalismus. Entschuldigung, wollt ihr vielleicht mein Mikro nutzen? Ich verstehe euch nämlich gar nicht. Und ich bin das liegt daran, dass wir zu denen reden, Genossinnen und Genossen. Aber ihr könnt gerne auch noch ein neues Mikro anbringen. Ich bin technisch alles im Doppel. Dann könnt ihr gerne dieses Mikro nutzen. Ja, ja, ja. Die werden gerade verschiedene Dinge über Mikros gesagt und ich bin sicher der schlechtesten Menschen, die mir zu sagen ist. Nochmal. Leute, man hört mich auch schlecht, weil die Speaker noch da sind. Kommt doch mal nach vorne und hört mich drin, weil ich verstehe es echt nicht mehr. Gebt mir einfach ein Mikro in die Hand und dann rede ich. Dann sagt ihr nicht, wer ist es. Okay, super. Wir finden euch gar nicht so gut. Okay, das ist ja tatsächlich besser. Okay, vielen Dank. Nächstes Mal trage ich nicht einfach so eine Quatschbox mit mir rum, sondern frag vorher, kluge Leute. Okay. Ich rede noch mal weiter. Genau, also, wir stehen hier vor VWs Jahreshauptversammlung, aber es geht uns nicht nur um VW. Es geht uns darum zu zeigen, was VW für Deutschland steht, für die Autoindustrie und in dem Sinne für den globalen Kapitalismus mit einem völlig wahnsinnigen Zugriff auf Mensch und Natur im Dienste der Profitmarge. Also wir haben jetzt ein folgendes Programm. Wir haben hier ein paar Leute, die Experten sind zu VW, zu seinen verschiedenen Schweinereien. Wir haben Stefan Krull, Gesamtbetriebschef von VW und wir haben Roberto Juarez aus Mexiko, der jetzt den nächsten Vortrag halten wird. Und ich würde euch einladen, dazwischen, während die Menschen sagen, über VW, kommt auch nach zum Mikro, wenn ihr was sagen wollt, wie VW euer Leben kaputt macht, wie die Autoindustrie die Welt zerstört. Es ist auch ein Open Mic. Wir sind am Anfang einer Bewegung gegen die Autogesellschaft. Der Raum soll für euch alle da sein.